Jetzt komme ich zum Tagesordnungspunkt 10, den Wahl der Aufsichtsräten. Das war ja schon zuletzt auf der Tagesordnung des Stadtrates. In meiner Vertretung hat es Kollege Sittel dann von der Tagesordnung genommen. Wir haben ja in der Ältestenrat darüber gesprochen. Ich habe die Landesdirektion um ihre Rechtsauffassung gebeten und dieses Schreiben vom 11. November Ihnen entsprechend auch mitgeteilt. Im Ältestenrat hatten wir auch gesagt, dass rechtzeitig auch entsprechend die Wahlvorschläge eingehen sollen und entsprechend, falls Listenverbindung, auch die entsprechende Mitteilung, was eine zukünftige engere Zusammenarbeit angeht. Nun kommen wir zum Status quo. Heute Mittag habe ich dann ein Schreiben bekommen, also deutlich nach dem, was wir vereinbart hatten, der Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, die Fraktion Die Linke, die SPD-Fraktion, sowie den beiden fraktionslosen Stadträten, Herrn Dr. Schulte-Wissermann und Herrn Maximilian Aschenbach, die eben erklären, dass sie beabsichtigen, ihre engere Zusammenarbeit auch künftig fortzusetzen, um mit den jeweiligen Gremien eine stabile, längerfristige Mehrheit für deren Arbeit zu sichern, sowie eine kontinuierliche Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften zu gewährleisten. Nun gibt es hier auf der einen Seite diese Mehrheit hier in diesem Gremium nicht mehr. Zum Zweiten ist eben damit die Frage, das wäre dann zu klären beim jeweiligen Wahlergebnis, ob daraus spiegelbildliche Zusammensetzung der Aufsichtsräte entstehen. Ich habe mittlerweile darüber hinaus ausschließlich noch einen Vorschlag der AfD-Fraktion vorliegen. Alle anderen Fraktionen haben bisher keine Listen eingereicht, sodass bisher für uns nicht möglich war, die entsprechenden Stimmzettel zu fertigen. Und zudem sehe ich, wie gesagt, auch rechtliche Risiken. Ich nehme da die Tagesordnungspunkte 10.3 bis 10.20 erneut von der Tagesordnung und werde die weitere Verfahrensweise nochmal im Ältestenrat ansprechen. Ich hoffe, dass das die letztmalige Vertagung ist. Die Tagesordnungspunkte 10.1 und 10.2 belasse ich auf der Tagesordnung und bitte Sie, falls noch nicht erfolgt, Ihre Listen bis 18 Uhr einzureichen. Wir haben beim letzten Mal schon hingewiesen und diesmal ist es wirklich die letztmalige Chance, dass wir durch eine Ratsbefassung einen noch am morgigen Tag per Umlaufbeschluss zu fassenden Benennung der Aufsichtsratsmitglieder der ENSO und deren rechtzeitigen Ladung erreichen können. Und auch bei der Drehwerk-Aufsichtsratsmitgliedern ist bis zum 28.11. fristgemäß zu laden. Und insofern aufgrund, und jetzt hier nochmal auch, um das deutlich zu sagen, aufgrund, dass es sich jetzt in Zukunft um mitbestimmte Aufsichtsräte handelt und damit die Arbeitnehmer 50% der Aufsichtsräte haben und der Anteilseigner 50%, ändert sich zwingend die Zahl und für uns als Anteilseigner heißt es weniger und deswegen müssen wir hier zu einem rechtmäßigen Beschluss kommen. Sollte aufgrund eines Wahlergebnisses, was das nicht darstellt, oder einer erneuten Vertagung Sie nicht zu einem Beschluss kommen, bin ich gezwungen, eine Eilentscheidung herbeizuführen. Und das kann ich Ihnen schon sagen, wird sein, dass ich bis zu einer Wahl durch den Rat Verwaltungsvertreter einsetzen werde. Das werde ich ausgewogen auch über die Bürgermeisterriege politisch besetzen, aber anders kann ich eine Handlungsfähigkeit für die Stadt nicht erreichen. So, und ansonsten haben wir bezüglich der Tagesordnungspunkte 11 bis 13, bitte ich Sie, falls dies noch nicht erfolgt ist, um fehlende Meldungen Ihrer Kandidatinnen und Kandidaten. Jede Fraktion kann einen benennen, damit wir auch hier
diese Tagesordnungspunkte sauber behandeln können. Vor der Pause werde ich da die ersten Abstimmungen nochmal dann auch erläutern und versuchen, die dann auch aufrufen zu können. Die Pause findet gegen 18.30 Uhr statt. Soweit von meiner Seite zur Tagesordnung. Damit eröffne ich die Sitzung und frage Sie, gibt es Ihrerseits Anträge und Wortmeldungen zur Tagesordnung? Fangen wir an, Herr Krüger, dann Herr Genschmer. Der Herr der Sitzungsleitung ist immer noch der Oberbürgermeister, der beginnt mal von nach der einen Richtung als erstes zu gucken, mal nach der anderen Richtung. Und jetzt hat er mal in die Mitte geguckt. Und insoweit, Herr Krüger, bitteschön. Damit rüge ich in meinem eigenen Namen gemeinschaftlicher Wahlvorschläge zur Wahl der Aufsichtsräte der kommunalen Beteiligungsgesellschaften. Durch die Zulassung der gemeinsamen Wahlvorschläge wird der für die Bestimmung der Aufsichtsräte maßgebliche Spiegelbildlichkeitsgrundsatz verletzt. Dieser schützt den Anspruch jedes Stadtratmitgliedes und jeder Fraktion auf gleichberechtigte Mitwirkung. Er sichert die Erfolgswertgleichigkeit der gültigen Wählerstimmen und die gleiche Repräsentation der Wähler durch die gewählten Mandatsträger. Durch die Zulassung der Verbindung käme es nach de Hond zum Beispiel bei einem Sechseraufsichtsrat zu einer Verschiebung der Mehrheitsverhältnisse. Denn ohne Zulassung stünden dem rot-rot-grünen Bündnis aufgrund ihrer Fraktionsstärken zusammen 3 Wahlvorschläge und der CDU 2 Sitze zu. Aufgrund der Zulassung einer Zählgemeinschaft als Listenverbindung bekäme diese Zählgemeinschaft einen Aufsichtsrat zulasten der CDU mehr. Obwohl den Mitgliedern dieser Zählgemeinschaft aufgrund ihrer jeweiligen Stärke nur 50% der Aufsichtsräte zustünden, wollen sie jetzt 66,7% der Sitze haben. Das verfälscht den Wählerwillen und die notwendige demokratische Repräsentation. Wegen dieser Verschiebung der Mehrheitsverhältnisse hat auch das Bundesverwaltungsgericht in ständiger Rechtsprechung derartige gemeinsamen Wahlvorschläge als rechtswidrig und Verstoß gegen das Demokratieprinzip eine klare Absage erteilt. Solche Zählgemeinschaften sind nach meiner Auffassung schlicht rechtswidrig. Sie wollen die CDU benachteiligen, indem mit dem Wahlverfahren nach Belieben hantieren. Dabei ist der Maßstab nicht die Repräsentanz des Wählervolkes, sondern die maximale Selbstbegünstigung. Sollte der Stadtrat trotz meiner Vorhaltung für die rechtswidrige Berücksichtigung von Listenverbindungen als beliebige Zählgemeinschaft entscheiden, werden wir das Gericht um Hilfe ersuchen müssen. Sie lassen uns dann keine andere Wahl, es sei denn, der Oberbürgermeister stoppt dieses rechtswidrige Verhalten durch einen Widerspruch. Meine Rüge reiche ich zum Protokoll der Stadtratssitzung. Als nächstes Herr Genschmer. Hallo, jetzt. Sehr geehrter Oberbürgermeister, wir würden vor den anstehenden beiden Wahlen, also die Sie jetzt für die Aufsichtsräte heute angesetzt haben, eine Auszeit von 15 Minuten beantragen. Sie müssten überlegen, ob wir es jetzt vor der Wahl machen oder im Anschluss, weil, wie gesagt, wir werden dann noch was einreichen, dass die Wahlzettel dementsprechend vorbereitet können. Da ist es vielleicht nicht ideal, wenn man es direkt vor der Wahl macht, weil dann die Kolleginnen vielleicht unter Zeitdruck sind, dass Sie es dementsprechend einordnen. Wir bräuchten aber auf jeden Fall noch mal eine Auszeit von 15 Minuten. Ich werde es mal prüfen, inwieweit wir es dann im Zweifel nach die Pause schieben. Die Wahl muss aber heute auf jeden Fall vollzogen werden, um einfach effizient hier durchzuhalten. Wir haben so viel auf der Agenda stehen, da möchte ich jetzt nie endlos Zeit verlieren, die wir mit Pause und Auszeit haben. So, als nächstes Herr Scholbach. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich möchte verschiedenen Behauptungen, die hier durch Herrn Oberbürgermeister und auch durch Herrn Krüger von der CDU-Fraktion aufgestellt worden sind, entgegentreten. Sie sind einfach unrichtig. Zunächst möchte ich entgegentreten der Behauptung, ein gemeinsames Schreiben
der Fraktionen Grüne, Linke, SPD sowie der beiden Stadträte Aschenbach und Dr. Schulte-Wissermann sei Ihnen erst am Nachmittag zugegangen. Dies ist unrichtig. Es ist Ihnen bereits heute Vormittag um 10 Uhr übersandt worden. Erstens. Zweitens liegen keinerlei Wahlvorschläge, die eine Listenverbindung enthalten, vor. Es liegen exakt zwei Wahlvorschläge gegenwärtig vor für die Aufsichtsratsgremien. Das ist ein Wahlvorschlag der AfD-Fraktion und ein Wahlvorschlag des Ratsmitgliedes Dr. Schulte-Wissermann. Darüber hinaus liegen keine Wahlvorschläge vor. Dritte Bemerkung. Es ist auch der CDU und der FDP nicht vorzuwerfen, dass sie bislang keine Wahlvorschläge unterbreitet haben. Es ist ihr gutes Recht, dies selbst im Tagesordnungspunkt der jeweiligen Gremienbesetzung vorzunehmen. Das ist ein ganz normales demokratisches Prozedere, dass im Rahmen eines Tagesordnungspunktes Wahlvorschläge unterbreitet werden dürfen, und zwar von jedem einzelnen Stadtrat und von jeder einzelnen Fraktion. Das ist Ihnen nicht vorzuwerfen. Weitere Bemerkung: Es ist ja ein Unding in einer Demokratie, wenn sich ein Oberbürgermeister, also der Vertreter der Exekutive, anmaßt, beurteilen zu wollen und zulassen zu wollen oder nicht zulassen zu wollen, Wahlvorschläge demokratisch gewählter Rätinnen und Räte. Das steht Ihnen einfach nicht zu, Herr Oberbürgermeister. Es ist nicht Ihr Recht, hierüber zu befinden. Und die letzte Bemerkung: Wir haben vor 3 Wochen die Situation gehabt, dass Ihr Vertreter, Herr Sittel, mir nichts, dir nichts, diese Tagesordnungspunkte von der Tagesordnung genommen hat und damit verhindert hat, dass der Stadtrat, also die Vertretung der Bürgerinnen und Bürger, seiner Aufgabe nachkommt und entsprechende Wahlen für Gremienbesetzung vornimmt. Nun tun Sie das heute erneut. Das ist schlicht nicht hinnehmbar, dass Sie die gewählte demokratische Vertretung der Bürgerinnen und Bürger daran hindern, ihren Pflichten nachzukommen. Das will ich in aller Deutlichkeit sagen und das werden wir auch nicht hinnehmen. Ich beantrage ebenfalls eine Pause von 15 Minuten. In dieser Pause werden wir beraten, wie wir mit diesem ungeheuerlichen Vorgang, mit diesem undemokratischen Vorgang umgehen werden, und Sie, da können Sie bereits sicher sein, Sie werden hierzu eine angemessene Reaktion erhalten. Das ist ein Stil nach Gutsherrenart und das werden wir nicht akzeptieren. Erstens habe ich gesagt, ich habe die Listen heute Mittag bekommen und ich habe sie erst heute Mittag bekommen. Da will ich Sie schon bei der entsprechenden richtigen, bei dem richtigen Wording zu bleiben, was ich hier gesagt habe. Zweitens haben wir im Ältestenrat gesprochen darüber und das gehört auch zu demokratischen Miteinander, wann die entsprechenden Punkte spätestens eingehen sollen, damit wir effektiv eine Arbeit machen können. Und wir haben mehr als genug, ich habe es eingangs gesagt, an Tagesordnungspunkten auf der Tagesordnung. Drittens, gibt es ernstzunehmend auch die rechtliche Zulässigkeit nach den jüngsten auch Mehrheitsänderungen des Rates kritisch zu bedenken, und es macht überhaupt keinen Sinn, kann man machen, dann eine Wahl durchzuführen, der ich dann wieder widerspreche und wir viel, viel Zeit mit Selbstbeschäftigung auf uns nehmen und nicht die Tagesordnungspunkte abarbeiten, die anstehen, und das hat mich davon veranlasst, aufgrund, dass wir eben in der Zusammenarbeit nicht die Professionalität an den Tag legen, wie wir es vereinbart haben, diese Tagesordnungspunkte heute erneut abzusetzen. So, als nächstes, nein, wir arbeiten jetzt hier ab, wir sind noch nie in der Tagesordnung. Insoweit sind wir jetzt bei entsprechenden Anträgen zur Tagesordnung und Wortmeldungen. Als nächstes Frau Filius-Jene. Ja, also auch ich finde das Vorgehen absolut nicht nachvollziehbar, möchte mich aber direkt nochmal an Herrn Krüger wenden, weil das finde ich jetzt schon ungeheuerlich, dass jetzt ein weiteres Mal im Raum steht, dass die von uns gewählte
Form, nämlich der Wahl, nicht nur eine unzulässige, sondern eine nicht spiegelbildlich die Mehrheitsverhältnisse abbildende wäre. Jetzt muss man mal sagen, Herr Krüger, was käme denn heraus, wenn das von Ihnen offensichtlich so vehement verfochtene Benennungsverfahren nach De Hond durchgeführt würde? Dann würden zwei Fraktionen in diesem Saal keinen einzigen Platz bekommen. Keinen. Wir könnten uns im Prinzip zurücklehnen und sagen, wir würden als stärkste Kraft tatsächlich am meisten bekommen. Wir haben uns genau das überlegt, dass wir nicht wollen, das haben wir in der Vergangenheit schon nicht und jetzt auch nicht, dass kleine Fraktionen nicht die Möglichkeit haben, Aufsichtsräte zu besetzen. Deswegen haben wir uns sehr genau überlegt, wie dieses Wahlverfahren aussehen könnte. Und jetzt muss ich wirklich sagen, wenn wir jetzt dafür den schwarzen Peter zugeschoben bekommen, weil Sie es auf Ihrer Seite nicht hingekriegt haben, dann kann ich auch nichts machen. Genau, das bestätigt eher nochmal, dass es nicht ein gutes Miteinander hier in diesem Rat ist, so wie wir es im Ältestenrat vereinbart haben. So, nächste Wortmeldung, Herr Mattis. Ja. Herr Oberbürgermeister, auch ich möchte noch etwas zu Ihren Einlassungen bzw. zu den Antworten von Herrn Krüger hinzufügen. Und ich bitte, dass das ebenso zu Protokoll genommen wird, wie das die Äußerung von Herrn Krüger, weil natürlich bei einer Bewertung des Vorganges die Sachen in den Zusammenhang betrachtet werden müssen. Erstens, die Äußerungen von Herrn Krüger sind sowohl aus juristischer als auch aus mathematischer Sicht schlicht falsch. Zweitens, er verwendete den Begriff von Listenverbindung und Zählgemeinschaften, sind aber weder Listenverbindungen noch Zählgemeinschaften in der sächsischen Gemeindeordnung überhaupt vorgesehen, noch wurden sie jemals hier im Stadtrat praktiziert. Was es hier bei uns gibt, ist ein freies Vorschlagsrecht jedes einzelnen Stadtrates und selbstverständlich auch jeder Fraktion. Und selbstverständlich können sich auch mehrere Stadträte oder mehrere Fraktionen zusammentun und gemeinsam Wahlvorschläge einbringen. Die Spiegelbildlichkeit ergibt sich dann per Definition aus der Verhältniswahl, die hier im Stadtrat stattzufinden hat. Das haben wir auch schon mehrfach so praktiziert. Zuletzt übrigens bei der Wahl des Jugendhilfeausschusses, wo genau spiegelbildlich herausgekommen ist, dass von 18 vergebenen Plätzen 4 Plätze auf die rot-rot-grüne Seite und 4 Plätze auf die andere Seite gefallen sind. Und zwar genau in diesem Wahlverfahren mit insgesamt damals 3 Listen. Also es ist von der Seite Unsinn, es ist auch völlig Unsinn, dieses Rechenbeispiel, was er aufmacht, wenn er behauptet, der CDU-Fraktion stünden in einem Aufsichtsrat mit 6 Plätzen automatisch 2 Plätze zu. Das kann sich jeder selbst ausrechnen, 2 von 6 Plätzen, das wäre 1/3. Es wird wohl jeder bestätigen, dass die CDU hier mitnichten allein 1/3 der Ratsplätze besetzt, sondern sie hat derzeit 14 Plätze und das sind, wenn ich richtig rechne, genau 20%, also deutlicher weniger als 1/3 der Plätze. Also schon an diesem Rechenbeispiel zeigt sich, dass der Anspruch, den Herr Krüger hier für die CDU erhebt, einfach absurd ist. Ich würde es an dieser Stelle dabei belassen, man könnte dem noch weitere Ausführungen hinzufügen. Ich kann Sie aber nur dringend bitten, diesen völlig unhaltbaren Standpunkt zu überdenken und sich nicht zu eigen zu machen. Als nächste Wortmeldung Herr Genschmer. Ich probiere es nochmal, jetzt. Ich habe zu den Äußerungen von Herrn Scholbach und auch jetzt von Herrn Mattis konkrete Nachfragen. Herr Scholbach hat argumentiert, Herr Schulte-Wissermann hätte eine eigene Liste eingereicht. Dort hätte ich die Frage auch an Herrn Dr. Schulte-Wissermann, ist die Liste mit Rot, also mit Linken und Grünen abgestimmt oder ist es wirklich nur eine von sich? Und an Herrn Scholbach, will die Linke eine eigene Liste einreichen?
Als nächste Wortmeldung Herr Wirz. Herr Wirz erledigt. Dann habe ich bei mir Herrn Lommel noch. Nee, jetzt. Frau Filius-Jehne hat so darüber gerade gesprochen, dass Sie das Verfahren so wählen würden, dass die kleinen Fraktionen zum Zuge kämen würde. Und das hätten Sie schon immer gemacht. Also das heißt zumindest, ich erinnere mich, vor 5 Jahren kamen 2 kleine Fraktionen gar nicht zum Zuge. Und jetzt verstehe ich überhaupt gar nicht, wo jetzt der Unterschied ist. Also mir kommt es eher vor, wünsch dir was ist hier, aber man kann mir das gerne erklären. Beim letzten Mal wollten wir das sogar noch einklagen, das hat nicht geklappt. Mir kommt es eher so vor, dass es eben so gewählt wird, wie es gerade passt. Aber jetzt dazu erklären, dass das den kleinen Fraktionen zugutekommt, wie immer das so schon immer wäre, das verstehe ich nicht. Aber vielleicht kriege ich es erklärt. Danke. Gibt es weitere Anträge, Wortmeldungen zur Tagesordnung? Das sehe ich nicht. Dann habe ich im Moment 2 Sachen vorliegen. Einmal, wenn ich es richtig erinnere, Tagesordnungspunkt 20 in den federführenden Ausschuss zurücküberweisen. Und zum Zweiten eben zu Tagesordnungspunkt 16.3 Rederecht für Herrn Matthias Kasper, so wie dass wir das nach der Pause behandeln. Weitere Sachen liegen mir nicht vor, dann würde ich die... Dann stimmen wir auch noch über eine Auszeit vor der Tagesordnung Abstimmung ab, dann arbeiten wir uns mal durch. Zunächst habe ich die Frage Tagesordnungspunkt 20 in den federführenden Ausschuss zu vertagen. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Sind wir dabei? Ja, 50 Nein, keine Enthaltung. Dann war beantragt Rederecht zum Tagesordnungspunkt 16.3, plus dass wir das nach der Pause behandeln. Wer ist dafür? Ja, 63 3 Nein, 3 Enthaltung, damit so bestätigt. Und jetzt war die Frage, dass wir, bevor wir in die Tagesordnung Abstimmung eintreten, eine Pause machen, eine Auszeit machen, kommt auf selber raus, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen, wer für eine Unterbrechung ist, eine Auszeit. So, das hat eine Mehrheit gefunden und bevor wir in die finale Abstimmung zur Tagesordnung einstimmen, würden wir diese Auszeit jetzt machen. Bitte dann aber auch gleichzeitig, dass die genutzt wird, um die Wahlvorschläge zu machen. So, damit 15 Minuten Auszeit. So, damit nach der Auszeit würden wir jetzt zur finalen Abstimmung zur Tagesordnung schreiten und ich darf um entsprechendes Stimmzeichen bitten, wer der so leicht modifizierten Tagesordnung zustimmt.
34 Ja-Stimmen, 35 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen. Ändert aber nichts an der Sache, dass die Sitzung ordnungsgemäß geladen ist, der Oberbürgermeister Herr des Verfahrens ist, an der Tagesordnung und wir dennoch so verfahren werden. Und damit steigen wir ein in die Tagesordnung. Geschäftsordnungsantrag, Herr Scholbach. Herr Oberbürgermeister, es ist Ihnen sicher jetzt ein kleiner Irrtum unterlaufen im Eifer des Gefechts. Das kann ja mal passieren. Deshalb, da Sie ja Herr Oberbürgermeister Honecker sind, nicht Herr Oberbürgermeister Honecker, sondern Herr Oberbürgermeister Hilbert sind. Soeben haben Sie votieren lassen über die heutige Tagesordnung. Die Tagesordnung ist eben abgelehnt worden mit 35 zu 34 Stimmen. Diese Tagesordnung hat keine Zustimmung erhalten. Damit kann nach dieser Tagesordnung nicht verfahren werden. Und damit ist jetzt die Sitzung ordnungsgemäß zu beenden. Darauf mache ich Sie aufmerksam. Und das ist jetzt zu tun. Also das wird hier von juristischer Seite anders eingeschätzt, sondern ist es ordnungsgemäß zur Sitzung geladen. Die Abstimmung zur Tagesordnung beinhaltet ja auch, dass Sie Änderungen in der Reihenfolge der Tagesordnung und Punkte vertagen können, aber ansonsten auch Herr der Tagesordnung in der Leitung der Oberbürgermeister ist. Und ich würde auch dringend bitten, im Sinne auch der Stadtöffentlichkeit, die eine Erwartungshaltung hat, und ich habe es eingangs gesagt, wie viele dringliche Tagesordnungspunkte auch zu behandeln sind, die Peinlichkeit, sich zu entgehen, diese Sitzung heute hier zu beenden und nach Hause zu gehen, sondern für die Bürger unserer Stadt die wichtigen Punkte, die zu behandeln sind, auch wirklich abzuarbeiten. Und wenn Sie meinen, Sie müssen nach Hause gehen, müssen Sie das tun. Aber ich halte das weder für rechtlich noch für inhaltlich gegeben. So, es gibt weitere Geschäftsordnungskommentierungen. Frau Filius-Jene. Ich würde gerne jetzt hier erneut eine Auszeit beantragen. Meines Wissens kann eine Fraktion auch eine Auszeit beantragen ohne Abstimmung. Ich habe vorhin mich schon gewundert, dass darüber abgestimmt werden muss. Meine Fraktion beantragt jetzt hier eine Auszeit. Ich habe das deswegen gemacht, weil wir noch nie in die Tagesordnung eingestiegen waren, wo wir dann eben im Rahmen der Geschäftsordnung uns bewegen. Deswegen habe ich darüber abstimmen lassen. Ansonsten mache ich das auch ohne Abstimmung, um das nur noch mal zu erklären. Und jetzt ist dieser Antrag gestellt. Ich würde den, gibt es dazu eine Gegenrede, würde den zur Abstimmung stellen. Wer ist noch mal für eine Auszeit? Die Auszeit ist stattgegeben und insofern bitte ich Sie da nochmal beraten und stehe auch gerne mit Herrn Toastmann zur Verfügung, sofern es vielleicht sinnfällig ist, dass man dann mal mit den Ältesten zusammenkommt, bevor wir dann eben in den weiteren Ablauf hinein einsteigen. So, ich sehe weitere Wortmeldungen danach. Herr Schmählich, bitteschön. Sehr geehrter Oberbürgermeister, nachdem Sie, ohne dass es eine Tagesordnung beschlossen wurde, offensichtlich vorhaben, diese Stadtratssitzung rechtswidrig durchzuführen, beantrage ich hiermit die Vertagung aller Tagesordnungspunkte, die auf der imaginären Tagesordnung stehen. Das ist ein Geschäftsordnungsantrag. Gibt es dazu eine Gegenrede? Das ist formal der Herr Dr. Brauns. Geschäftsordnungsantrag ist gestellt. Formale Gegenrede erfolgt und wir kommen damit zur Abstimmung zur Vertagung aller
auf der heutigen Tagesordnung stehender Tagesordnungspunkte. Wer dem zustimmen möchte, der ist jetzt an der Reihe. Das ist mit 35 Ja-Stimmen bei 33 Nein-Stimmen und keiner Enthaltung stattgegeben. Damit sind alle Tagesordnungspunkte vertagt. Und ich darf damit die Sitzung für heute schließen. Die Kommentierung überlasse ich allen Bürgerinnen und Bürgern und wünsche damit einen schönen Tag. Die Sitzung ist geschlossen. Wiederholung der Zählung steht ja wohl auch in der Geschäftsordnung. Wiederholung der Zählung. Dann können wir gerne die Zählung wiederholen. Ja, das ist ein formaler Punkt. Also nochmal, wer für Vertagung aller Tagesordnungspunkte ist, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Mit Ja und ansonsten mit Nein. Ja. 35 Ja-Stimmen bei 34 Nein-Stimmen und keine Enthaltung. Damit sind alle Tagesordnungspunkte vertagt, damit die Tagesordnung abgearbeitet. Und ich schließe die Sitzung und wünsche einen schönen Feierabend.